Es ist so. Manche gewinnen im Lotto und manche enden so wie ich. So ziemlich das Gegenteil eigentlich. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob es irgendwann aufhört. Wird es irgendwann besser? Und warum ich? Ich bin wohl eine Gefangene meines Verstands. Lucie? Man analysiert mich, man befragt mich, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lucie, ich bin der Meinung, dass wir unsere Zusammenarbeit verbessern sollen. Und du musst auch deine Medikamente regelmäßig nehmen. Und wenn du wieder bei mir bist, nächstes Mal, wird das alles wieder gut sein. Man sagt okay. Mir, ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, okay. Oder ich soll die Fassung nicht verlieren. Was auch immer das heißt. Die ganzen Fragen und Namen, ich habe schon lange keinen Überblick mehr, was das eigentlich bringen soll. Ehrlich gesagt, halte ich nicht wirklich viel davon. Es heilt mich nicht, so wie die Ärzte es behaupten. Ich fühle mich, wenn dann, noch verlorener. Es verschwimmt dann alles nur noch mehr. Jede Bewegung, jeder Ton, jeder Geruch. Alles fühlt sich echt an. Deswegen kann ich mir nie sicher sein. Wenn ich meinen Verstand mit komplexen Dingen beschäftige, dann... Ja, es scheint manchmal zu helfen. Es hilft irgendwie auf eine ganz eigene Art. Trotzdem passiert es immer wieder. Hey, was machst du da? Ab und zu denke ich mir schon, dass es sich nicht ganz echt anfühlt. Da kann ich besser damit umgehen. Aber oft ist es realer als alles andere. Hallo? Als ob alles Echte versucht, mich zu täuschen. Dann fehlt mir jegliche Orientierung. Was auch typisch ist, ist diese spezielle Unwissenheit. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich schon einkaufen war oder ob ich das Wasser in der Badewanne schon eingelassen habe. All das lenkt mich von meiner eigentlichen Situation ab. Also es kommt schon mal vor, dass ich aufwache und ich denke, es ist weg. Ich wäre geheilt auf magische Weise. Jedoch muss ich immer wieder feststellen, dass es nicht der Fall ist. Ich weiß nicht einmal mehr, wie sich ein normales Leben anfühlt. Ich kenne nur das, diesen endlosen Kreislauf, in dem ich mir nicht sicher sein kann, wem oder was ich trauen soll. Oft vergesse ich Dinge. In der Regel sind es nur Kleinigkeiten, aber genau die sind es, die einem einen Strich durch die Rechnung machen. Ich kann mir kaum etwas vornehmen, weil alles, was ich anfangen möchte, kann schon begonnen haben und was ich zu Ende bringen möchte, kann bereits fertig sein. Meine Gedanken ziehen weiter, ohne dass ich es merke. Meistens fasse ich meine Gedanken wieder und bekomme sie irgendwie unter Kontrolle, aber manchmal läuft es eben nicht wie geplant. In dieser ganzen Unübersichtlichkeit und Zerstreuung verliere ich den Bezug zu mir selbst. Diese Dinge können zu jedem Zeitpunkt passieren. Es ist wie, als würde ich mir selbst einen Streich spielen.
Und genauso Zeit. Zeit ist eines dieser Dinge. Ich weiß einfach nicht, was wann war. Es ist nur eine Erinnerung, die sich immer wieder zeigt. Gedanken an meine Vergangenheit sind undurchsichtig, würde man sagen. Nicht greifbar und trotzdem habe ich eine starke Verbindung zu ihr. Ich glaube, es ist Einsamkeit, die meine Wahrnehmung trügt. Eigentlich sollte ich etwas dagegen tun, aber woran erkenne ich, ob es überhaupt besser wird? Ich meine, ich täusche mich selbst mit meinen eigenen Gedanken. Ich blockiere mich selbst. Manchmal denke ich, es zuzulassen und nicht dagegen anzukämpfen, ist das einzig Richtige. Sich in den ganzen Reizen treiben zu lassen. Mein Instinkt wehrt sich immer mehr. Aber wann wird es gefährlich für mich? Ist es da schon längst? Denn es fühlt sich schon so an. Konfrontation ist das, was mir fehlte. Den Mut zu besitzen, für mich einzustehen und mir selbst gegenüberzutreten. Was real ist und was nicht, das werde ich nie genau wissen. Keiner kann das, vor allem ich nicht. Ich drehe mich im Kreis. Das ganze Herumrennen ändert nichts. Ich renne nur von mir selbst weg. Kann ich meine? Nein, ich muss meine Vergangenheit hinter mir lassen. Jedes Gewicht loswerden. Deshalb springe ich über meinen Schatten, denn ich weiß, es wird besser.